Die nächsten drei Wochenende, die stehen ganz im Zeichen vom Hornussen, genau von der Hornussenfest in Zielenbach mit dem Emmentalischen, am Veteranentag, am Interkantonalen und am Nachwuchsfest in etwa einer halben Stunde. Rede über den Sport und über die Herausforderungen von der Organisation von diesem riesen Anlass. Mit dem Christoph Ebi, er ist OK-Präsident und dem Zuständigen für Medien und Kommunikation, Ueli Schmocker. Mein Name ist Lise Eimann, schön seid ihr da. Das ist das Radio 32 Vereinsforum. Ab dem Samstag könnt ihr bis und mit dem 10. September eine geballte Ladung Hornussen erleben. An der Hornussenfest in Zielenbach, vom Emmentalischen über den Veteranentag bis hin zum interkantonalen Nachwuchsfest, organisiert von Hornusser Gesellschaft Gerlafingen Zielenbach. Christoph Ebi, ihr seid OK-Präsident von diesen Hornussenfest. Warum werden die Feste so geballt durchgeführt? Das ist wegen der Landwirtschaft, die wir brauchen, für dass wir die Feste überhaupt durchführen können. Ein Festanlass in dieser Grösse beinhaltet ungefähr 40 Hektar Ackerland. Und das ist in Gottes Namen halt zwischen 1. August und Mitte September ist das abgeernt. Und dann sind wir darauf angewiesen, dass wir dann aufs Land können. Und darum ist das so konzentriert. Jetzt stehen die verschiedensten Hornussenfeste an. Es gibt verschiedenste Kategorien, Veteranen, es gibt Nachwuchswettkämpfe etc. Hornussen wird in dem Fall von jung bis alt gespielt. Ist Hornussen in dem Fall für alle? Ich tue das Hornussen immer so ein bisschen unterteilen. Für mich ist das, was heute in den Spitzen abgeht, das ist für mich nicht mehr einfach nur ein bisschen Breitensport, das ist Spitzensport. Da haben wir auch Top-Athleten, die das praktizieren. Also die treiben einen riesen Aufwand, für ihre Leistungen können zu bringen, in dem Team wie auch in der Einzuwertung. Und nachher haben wir dann im kleineren Rahmen vielleicht nachher ein bisschen, oder eigentlich muss ich sagen, im grösseren Rahmen, haben wir den Breitensport, wo dann einfach wirklich jung und alt zusammen den Sport noch ausüben. Spitzensportler, die müssen in diesem Fall auch topfit sein. Wie sportlich muss man sein für das Hornussen? Also da muss man recht weit oder recht fit sein. Wenn man schaut, was die heute leisten, wenn wir denken, wir können auf einen Schweizer Meister zurückschauen, auf Tage Höchstädten, wenn man die Typen gehen studieren, wenn man es im Wettkampf sieht, also das ist abartig. Da ist Kraftraum, da ist Kondition, da ist Mentaltraining. Ohne das geht es gar nicht mehr, dass man auf diesem Level so viel erfolgreich sein kann. Aber auf dem Feld sieht es dann relativ gemütlich aus, oder täuscht das? Das täuscht definitiv. Also, es sieht natürlich schon so aus, wenn man mehr oder weniger jetzt so einen Anlass halt, über einen ganzen Tag im Wettkampf finden ist. Man hat dazwischen auch eine Phase, wo man ein bisschen runterfahren zwischen den Umgängen. Aber wenn der Nose in der Luft ist und die Gegnermannschaft, die abwehren, dann geht also die Post ab. Also hier nur mit Halbherzigkeit hat man verloren, bevor man angefangen hat. Ich habe gelesen, früher hat es beim Hornussen an Wüstenraufereien gegeben. Hat es das heute auch noch gegeben? Ja, eher weniger. Also das hat es auch schon gegeben, dass jemand ausgeartet ist. Aber der vom Stuhlbein rausschrauben und den anderen Bandage gesagt, eins auf den Grin geben, das ist durch. Wir sind Konkurrenten während dem Wettkampf, also da kennen wir nichts. Aber wenn der Wettkampf durch ist, dann hückeln wir zusammen, die auch diskutieren und das Fest miteinander genießen. Und mögen lange den Erfolg auch jeweils gönnen. Der Christoph Ebi, OK-Präsident von der Hornussenfest in Zielenbach, wo diesen Samstag losgeht bis zum 10. September dauert. Was es für eine logistische Herausforderung ist, die Fest zu organisieren und was es mit den humorvollen Videoclips von den beiden Hornusser Ebi und Berry auf sich hat, das gehört ihr hier bei uns auf die 14:30. Und wer jetzt schon schnaugen will, der kann das auf www.hggz.ch. Das ist das Radio 32 Vereinsforum. Hornussen stehen vor einem mega heissen Herbst. Ab dem Samstag bis und mit dem 10. September finden in Zielenbach jenes die Hornussenfest statt, das Emmentalische, der Veteranentag, das Interkantonale und das Nachwuchsfest. Ueli Schmocker, die sind zuständig für Medien und Kommunikation. Das ist ja eine riesige Kiste, die über die Bühne geht. Für was habt ihr da am meisten geschwitzt im Vorfeld?
Ich glaube, Schweiz ist ja gegen gut. Ein bisschen nervös sein ist ja gut. Aber noch mehr Schweiz werden mit den Leuten kommen. Und am schönsten ist natürlich die Schweiz dann, wenn man sieht, es hat sich gelohnt. Und es hat sich gelohnt. Wir nehmen 10'000 Bratwürste parat liegen und 40 Fußballfelder brauchst, für überhaupt so ein Fest durchzuführen. Ich glaube, gerade bei der Kommunikation habe ich die Leute irgendwie mit Bildern können zu begeistern und sagen, es braucht 40 Fußballfelder. Wer hat das noch? Wer kann das noch machen? Also gute Partnerschaften, einen guten Ton. Und Kommunikation ist halt Gegenverkehr. Hören, was zum Beispiel die Anwohner sagen, dass wir nicht gegen Garten bisseln. Stellt man zum Beispiel extra Zaun her, oder? Kommt das Zäunchen her. Genau. Und das sind so kleine Sachen. Apropos Bilder vermitteln, was er vorhin gesagt hat, da seid ihr ganz stark mit den humoristischen Clips von Abby und von Barry auf eurer Homepage. Es dreht sich ja um die Hornhausen, logischerweise. Was wollt ihr mit denen vermitteln, mit diesen witzigen Geschichten von diesen beiden Hornhausern? Ja, es ist so, Hornhausen aus dem 16. Jahrhundert kommt. Im Trub hat man mal angefangen, scheint im 16. Jahrhundert. Und Hornhausen soll ja modern werden, soll noch moderner werden. Und ich glaube, heute, wenn man eben ein bisschen rausschaut, wie man so schön sagt, wenn sie im Riesel stehen, nichts zu tun, hat jeder das Handy bei sich. Und man hat sehr gute Rückmeldungen jetzt bekommen für die lustigen Geschichten. Ein Jahr lang sind die Geschichten gelaufen von zwei Hornhausern. Und das findet man natürlich zum Schauen auf YouTube, auf Facebook und auf der Seite von HGGZ. Hornhausen sollte moderner werden, hat er gesagt. Also ausser auf Social Media. Wie kann ein Hornhausen moderner werden? Das ist ja eine traditionelle Sportart. Ja, wir haben es beim Schwingen auch gesehen. Schwingen mag eigentlich belächelt. Heute ist Schwingen eine der modernsten Sportarten. Ist vielleicht ein bisschen einfacher zum Zuschauen. Ich sehe, wer wohnt im Hornhausen, ist schwieriger. Aber gerade auf dieser Schiene werden sehr viele Anstrengungen, um noch das Spiel schneller zu machen und vor allem die Resultatübermittlung möglichst schnell zu machen. Es gibt bereits Apps, die ich auf dem iPad auch schauen kann. iPhone. Was haben die gespielt? Was haben sie geschlagen? Die Hornhausenfeste steigen am 26. und 27. August. Der Einstieg ist mit dem emmentalischen Hornhausenfest. Dann geht es weiter bis zum 10. September. Der Nachwuchs kommt zum Zug, aber auch die Veteranen. Etwas, was nicht mal am Schwingen gibt. Ja, ich glaube, das ist eine Besonderheit beim Hornhausen. Es ist die einzige Sportart, die in dieser Form einen separaten Tag macht. Es gibt Veteranen, die ich auch ein bisschen gemütlicher nehmen. Ich fahre den Morgen um 6 Uhr. Es gibt Musik. Gemütlich ist dort angesagt. Und Kameradschaft. Und ich glaube, das ist noch ganz, ganz wichtig. Und eben ein bisschen spezieller als bei anderen. Der Ueli Schmocker, zuständig für Kommunikation und Medien von der Hornhausen Fest ab dem Samstag, 26. August bis und mit am 10. September in Zielenbach. Alle Infos findet ihr auf www.hggz.ch.